Ja, ich kam also in die Haftanstalt als Seelsorger, wohlgemerkt durch eine Fügung, nämlich es hat eine halbe Stelle hat mir gefehlt, wie ich dann wieder in Deutschland gearbeitet habe. Ich hatte eine halbe Stelle im Krankenhaus, da fehlte noch eine und das Bistum, also die Ortskirche, hat gesagt, gut, wir haben eine halbe Stelle im akut frei in einer Justizvollzugsanstalt der Untersuchungshaft. Das ist sehr wichtig, zu unterscheiden zwischen U-Haft, wie man so sagt, und Strafhaft. Also wenn man an Stein denkt jetzt, denke ich, ist das mehr Strafhaft erstmal. Und ich war aber in einer reinen Untersuchungshaftanstalt, wo am Anfang noch kleine Geldstrafen waren, aber das hat dann aufgehört. Denn in Koblenz, wo das Ganze sich abspielt, das ist ein sehr wichtiges Gericht in Deutschland. Also die Justiz ist ja in Deutschland föderal, das heißt Rheinland-Pfalz sind wir, Koblenz, und das ist auch ein gefürchtetes Gericht. Und da kommen natürlich viele Leute rein, die aus irgendwelchen Gründen am Rhein entlang unterwegs sind und eben auch, es gibt Gründe, am Rhein entlang unterwegs zu sein, die dann, wenn man verhaftet wird, also wenn man erwischt wird, in diese Haft führen. Ja, und so hatte ich plötzlich eine Chance, die ich mir gar nicht ausgerechnet hatte. Nämlich eben mit einer halben Stelle in dieser Justizvollzugsanstalt als Seelsorger zu arbeiten. Hatte, muss ich jetzt mal sagen, gar nicht so viel Ahnung von dem Ganzen, allerdings sehr viel Ahnung, sage jetzt mal so unbescheiden, von Seelsorge. Und das fing parallel an, eben mit einem Krankenhaus. Und was ich sehr schnell herausgefunden habe, das sind zwei, wie man das so nennt, totale Institutionen. Das heißt also eine geschlossene Geschichte. Und in diesen Institutionen braucht es, und das ist in Deutschland, aber ich denke, in Österreich wird das nicht anders sein, ist das auch staatlich, also wirklich sehr gewollt. Und übrigens auch in einem Land wie Frankreich ist die Justiz- und Militärseelsorge immer noch vom Staat eingerichtet und auch refundiert, also bezahlt praktisch, weil man in solchen Häusern, beim Krankenhaus ist das alles immer abgeschwächt, aber in der Justizvollzugsanstalt ganz akut, jemanden braucht, dem man alles sagen kann, was man irgendwie, was einem durch den Sinn geht, mit der absoluten Gewissheit, dass kein Richter ihn, also dieses Gegenüber, zu einer Aussage zwingen kann, also dass ich praktisch preisgeben muss, was mir anvertraut wurde. Und das ist das Alleinstellungsmerkmal des Seelsorgers. Also damit ist man in dieser Justizvollzugsanstalt an sich weder richtig Bediensteter noch natürlich auch nicht Insasse jetzt in dem Sinn. Also man ist da, man führt eine Einzelexistenz. Das kam mir sehr entgegen. Und den Mund zu halten oder nicht was zu sagen, was Leute mir anvertrauen, das habe ich ja seit, Sie haben ja meine Vorgeschichte geschildert, habe ich natürlich in Tessie auch praktiziert. Also die Diskretion ist ja sehr wichtig in der Arbeit auch mit Jugendlichen. Und nur ist es halt nicht so, dass das solche Folgen hat, wenn einem da mal was rausrutscht. Während im Gefängnis ist es schon so, dass man also da richtig gehend aufpassen muss. Denn wenn einmal etwas in Umlauf käme, wo man dann mich als die Quelle entdeckt, wird kein einziger Inhaftierter sich irgendwie nochmal mir anvertrauen. Das heißt, ich kann gehen. Das ist ungefähr so schlau, wie wenn einer, das ist einem Kollegen von mir passiert, in einer anderen Haftanstalt, der hat zweimal den Schlüssel stecken lassen, ja, also den Schlüssel aus der Hand gegeben, weil dann konnte der auch gehen. Also das sind halt so Dinge, da muss man richtig drauf achten. Und ja gut, es hat mir geholfen, dass ich auch im Krankenhaus war, weil es eben, wie gesagt, ist ja auch so eine totale Institution, wo man also als Seelsorger auch nicht. Das wird zwar jetzt verwischt, auch mit so Ideen wie Spiritual Care und so, aber im Grunde ist ein Seelsorger jemand, der für das ganze Krankenhaus da ist. Das heißt, alle, die dort arbeiten und natürlich die Patienten sowieso. Und dass er aber im Grunde weder einfach nur Mitarbeiter ist, der also auch nur Sachen sagen könnte, die eventuell auch berufliche Auswirkungen haben beim Pflegepersonal oder auch bei den Ärzten. Im Grunde ist es sehr, sehr ähnlich, wenn nicht ganz so hart. Und ich bin natürlich auch kein Patient, der also jetzt als Fall da ist. Ne? Das ist klar. Als Seelsorger bin ich dann trotzdem auch einer, der da betreut, also einen Dienst übernimmt. Und im Gefängnis bin ich natürlich auch kein Inhaftierter.
und bin auch nicht jemand, der jetzt einfach als Bediensteter da rumläuft. Und im Grunde ist es ja ohnehin so, dass diese ganze Anstalt, diesen Blick hatte ich sehr schnell, dass das eine Einheit ist. Das kommt natürlich jetzt wieder aus meinen kirchlichen Erfahrungen. Ich kann die Kirche auch nur als eine sehen und nicht als Departements, sondern, und das war halt auch so. Und zu dieser Haftanstalt gehören die Bediensteten, gehören die Gefangenen und gehören natürlich auch die verschiedensten Besucher, von den Angehörigen bis zu den Rechtsanwälten. Und mit all denen hatte ich auch mehr oder weniger irgendwie zu tun. Sogar mit denen, die einmal in der Woche als spezialisierte Firma, weil in der Untersuchungshaft ist das mit rein und rausbringen von Dingen sehr, sehr schwierig, viel schwieriger noch wie in der Strafhaft, die spezialisiert sind, für einen großen Teil von Deutschland, von Bamberg aus, die Lebensmittel, die die Inhaftierten bestellen können von ihrem Taschengeld, also das geht von Tabak bis zu Wasser, dass die also die kommen auch da rein und mit denen hatte ich auch irgendwie zu tun. Und Sehnsucht hat eigentlich mit allen Leuten zu tun. Und natürlich mit der Verwaltung noch dazu. Und das hat mir also große Freude bereitet, muss ich sagen, dass ich da wirklich jetzt quer durch unterwegs war und der Einzige, der so unterwegs ist. Ja. Also wie ich mir ein Amt auch vorstelle, das haben wir in der Kirche von jemandem, der Verantwortung hat, also jetzt zum Beispiel ein Bischof, dass der einfach kreuz und quer unterwegs ist und ständig in verschiedene Badewannen sozusagen reinkommt, ja, und verschiedene Wassertemperaturen und halt so, wie es wirklich ist und seine Kirche in der ganzen Breite auch kennt. Also das ist jetzt mal so ein Zugang zu dieser Arbeit als Seelsorger dort. Jetzt ist das so breit, dass ich manchmal gar nicht weiß, wo ich richtig anfangen soll. Vielleicht machen wir mal einen ganz anderen Anfang, wieder Anfang. Nämlich, was ist eigentlich ein Gefängnis? Was ist eigentlich eine Haftanstalt? Der staatlich vorgesehene Sühnevollzug für die straffällig gewordenen Mitbürgerinnen. Ja, also in meinem Fall, das stimmt, also das ist jetzt schon natürlich die tiefe Funktion, also die Funktion. In meinem Fall bei der U-Haft war das ja so, da gibt es drei Gründe, warum man in U-Haft kommen kann, denn man kann ja seinen Prozess auch draußen erwarten, eventuell. Das eine ist die Verdunklungsgefahr, das andere ist die Wiederholungsgefahr und das dritte ist, ich bringe immer von Fluchtgefahr, ganz genau. Also wenn eine von diesen drei Dingen gegeben sind, fährt man ein. Das heißt in der Fachsprache so, dass man im Gefängnis geht man nicht, sondern im Gefängnis fährt man ein, weil man ja von der Polizei gebracht wird. Also mit dem Auto durch die Schleuse bis dahin, wo man dann also erkennungsdienstlich nochmal behandelt wird, aufgenommen wird. Und dann ist man eben drin. Also das sind die drei Gründe. Dann möchte ich Ihnen jetzt, Sie erlauben mir, dass ich ein bisschen da auch immer was einflechte. Es gab in diesem ganzen Haus eigentlich nur eines, was ich also gar nicht ertragen habe. Und da komme ich drauf wegen dieser erkennungsdienstlichen Erfassung. Alle, die im Gefängnis arbeiten, also auch ich, werden fotografiert. Also ein Porträtfoto. Das hat also gar noch nichts mit Sprache zu tun. Ich hatte ja, Sie haben vorhin von der Sühne gesprochen, ich konnte nicht in meiner Predigt sagen, ihr armen Sünderlein, weil die waren ja noch gar nicht verurteilt. Die hatten vielleicht früher schon mal was gehabt und waren wieder da. Aber sie waren ja also mutmaßliche Täter und so weiter. Also das konnte ich nicht und die kamen aber eben rein und war da, wenn ein Haftrichter einen Befehl, also einen Haftbefehl für Untersuchungshaft ausfüllt, ist man natürlich schon völlig der Justiz überantwortet. Also da hat man kaum einen Spielraum und eigentlich einen viel kleineren wie in der Strafhaft, weil man ja auch erstmal abwarten muss, dass das Gericht einem erlaubt zu telefonieren mit den Angehörigen. Also das ist ja meistens ein Schockzustand, in dem die Leute ankommen, außer ein paar ganz hartgesottene Dauerbesucher, das gibt es auch. Wir haben also da Sinti und Roma, da, wo der Opa schon im Gefängnis war und dann kommt der Vater waschen, jetzt ist der Sohn da, die haben auch viel oft denselben Familiennamen. Da gibt es auch einen, das ist kein Geheimnis, Django Reinhardt, ja, ein ganz großer Jazzmann in Koblenz. Also die sehen zum Teil sogar aus wie er, also auf den Plakaten. Also das ist jetzt nicht so, kann man mal sagen, weil man ja keine Einzelnen trifft. Aber was ganz schwer war für mich, war im Grunde eines, das habe ich mir zweimal erlaubt, aber ich habe es dann abgebrochen, weil man es nicht erträgt. Also selbst ich nicht, wo ich doch
vieler sehr trage und auch schon jetzt nicht direkt Notfallseelsorger war, aber schon einige heftige Sachen erlebt habe. Das ist diese Porträtgalerie, kann man anschauen, also wenn man Seelsorger ist. Also ich kann die Gefängnisakten anschauen, wenn ich möchte. Und ich kann vor allem digital die aufrufen, jeden Inhaftierten mitsamt seinem Foto. Und da gibt es eine Funktion, wo dann die Namen und alles weg ist und man sieht nur das Bild. Und ich kann die Bilder so durchlaufen, also eins nach dem anderen. Glauben Sie mir, ich war zweimal so gut drauf, dass ich gesagt habe, ich einfach nur um diesen Menschen zu begegnen, auch auf diese Weise. Ja, ich habe ein paar Bilder angeschaut, ich muss es aufhören, weil es ist so ein Elend zu sehen. Auch die werden natürlich unvorteilhaft fotografiert mit einem harten Licht. Ja. Also fotografisch ist es schon schlimm. Es wird nie eine Ausstellung von solchen Bildern geben, weil es ja also dann natürlich nicht in die Öffentlichkeit geht. Aber ich, wie gesagt, ich hatte die Möglichkeit und ich kann nur sagen, also das ist eine Kreuzeserfahrung. Also für mich die eigentliche Kreuzerfahrung, muss ich wirklich sagen. Jetzt mal, ich bin ja Theologe auch und Seelsorger eben. Das war schon heftig. Und das habe ich mir dann noch einmal zugemutet, nochmal ein paar Bilder angeschaut, wie die da dastehen, einfach so wehrlos festgenommen, ohne zu wissen, was überhaupt ist. Die Angehörigen wissen zum Teil gar nicht, wo die sind und so. Die kommen von irgendwo her, haben auch nicht damit gerechnet, wahrscheinlich gar nicht gewusst zum Teil, das sind ja auch nicht nur Deutsche, in was sie überhaupt reingeraten, ja. Also man kriegt da so eine Differenzierung rein, selbst bei Mördern, das glaubt man gar nicht, wenn man sich da reinlässt. Leider habe ich auch, das ist jetzt die ungute Seite, nicht viele Seelsorger erlebt, aber zwei oder drei, die halt den Eindruck haben, sie müssen schon so vorgehen, dass die spüren, dass sie im Leben was falsch gemacht haben. Also da kommen so ganz komische Gerechtigkeitsideen dazu. So war ich natürlich nie unterwegs, sondern ich war unterwegs als jemand, der sich überlegt hat, könntest du ja auch an deren Platz sitzen. Und das kann ganz schnell gehen. Da muss ich nur fahrlässig, ich fahre über die Bahn gerade 100 Meter Bahn, hat man da. Aber ich kann ja auch einmal wütend werden und einen zusammenschlagen, weil ich schon das x-te Mal 2 Stunden Verspätung habe oder so. Also dann ist man schon dran. Oder ich verursache einen fahrlässigen Unfall, wo also jemand zu Schaden kommt, schon ist man drin. Oder ich war zu schnell bei dem Unfall oder habe getrunken. Das geht ja so schnell. Es gab mal eine Konferenz von den Justizseelsorgern und da war ein Coach, wie man das heute so nennt, der wollte mit diesen Seelsorgern arbeiten. Und die erste Frage, die er hatte, sagte, wir mussten alle aufstehen. Justizseelsorger machen immer alles, was man sagt. Und aufzeigen sollen alle, die noch nie was gestohlen haben. Also es ging jetzt nicht um große Dinge. Bitte? Genau. 40 Seelsorger waren wir etwa im Erbacher Hof in Mainz. In der 40 Seelsorger, was glauben Sie, wie viele aufgezeigt haben? 3. 3 haben noch nie was gemacht. Alle anderen ist plötzlich eingefallen, naja, da habe ich schon mal was mitgehen lassen. Ne? Ein Kugelschreiber bei den Fernkursen zum Beispiel. Aber der ist ja, das ist nur... Mir fällt zu den Bildern ein Beispiel aus meiner glorreichen Quartierstätigkeit ein. Es ist nützlich, wenn man Fotos von wichtigen Leuten hat. Es ist weniger klug, sich die Fotos runterzuladen. Ich habe es aber so gelöst, ich habe mir ein Foto einer noch dazu App und Software Fachfrau runtergeladen und habe es von einer jetzt auch realen Bekannten so verfremden lassen, dass man es nicht mehr erkennt, wenn man kein persönlicher Bekannter da ist. Mhm. Und dann der andere zum Datenschutz. Ich habe eher die traurige Erfahrung, dass mein Ex-Schwiegersohn einige Monate in U-Haft verbracht hat. Und ich frage mich, wie konnte der Kindergarten der älteren Enkelin das erfahren und die Enkelin letztlich deswegen den Kindergartenplatz verlieren oder zu was erkennt der Kindergarten? Ja, also das passiert natürlich, dass es so Entweichungen gibt, also informative. Ich möchte nicht in der Haut von dem stecken, der das erstmal erwischt wird. Andererseits ist natürlich, also die U-Haft ist schon sehr, also da wo ich war, muss ich sagen, schon sehr geschlossen. Also da geht es nicht so leicht, aber in Strafhaft natürlich sowieso. Also da, das kann man nicht, da muss man schon froh sein,
in Strafhaft, wenn die Leute also keine Drogen, nicht allzu viele Drogen kriegen. Und ich kann Ihnen nur sagen, aber wir reden jetzt ein bisschen so, aber wenn, also Sie, wenn Sie was vertiefen wollen, sagen Sie mir das bitte, wenn ich jetzt schon wieder auf einen anderen Punkt komme. Es ist halt jetzt gerade gefallen, wenn Sie was da sagen. Es ist natürlich so, dass bei Strafhaft jetzt, also das ist bei uns nicht möglich gewesen, da ist nur zweimal eigentlich wirklich sind Drogen reingekommen in den Jahren, wo ich dabei war. Und das wurde auch herausgefunden, wie und abgestellt. Aber in Strafhaft ist natürlich schon so, dass es da ganze Netze gibt und dass ein Inhaftierter, der natürlich gerne mal Drogen nimmt, was soll er denn sonst machen am ganzen Tag, dass der natürlich Drogen zugespielt bekommt von Netzen, die sich bilden, als Versuchskaninchen. Ja. Also der bekommt natürlich jetzt kein Marihuana oder Haschisch oder irgendwas, was relativ rein ist oder so, sondern der bekommt die sogenannten Gewürzmischungen, heißt das. Es ist eine vereinfachen, also ein verniedlichender Begriff für, sage ich mal, sich gleich in den Kopf schießen. Also ob man das Zeug nimmt oder sich gleich in den Kopf schießt, ist ziemlich egal. Das ist eine völlig unberechenbare Chemie, die man also bekommt, und die bringen das ins Gefängnis rein, um auszuprobieren, wie ein Gefangener dann darauf reagiert. Ja. Also ob sie ihre Ladung da, also die nehmen dann von ihrer Ladung was, also jede Ladung ist anders, aber sie probieren ein Stück. Und dann müssen die Mitgefangenen sehen, ob der auf die Krankenstation kommt. Also das gibt es in Deutschland heute. Also das muss man natürlich auch sehen. Das ist die ganz hässliche Seite. Ich habe eigentlich eher die andere Seite für heute Abend vorbereitet, aber das gehört ja auch dazu. Ja, und man muss natürlich sagen, auch bei mir waren 170 Leute in U-Haft. Ich konnte natürlich auch nicht alle kennen und von jedem wissen, was da ist und was sich da so und so abspielt. Ich habe aber immer gesagt, ich bin in diesem Gefängnis, jetzt kommen wir wieder auf die Basis, als Staatsbürger und als Christ. Wohlgemerkt als beides. Ja. Und da schließt sich für mich nicht aus, beziehungsweise das füge ich in meiner Person zusammen. Staatsbürger heißt, ich nehme das Gefängnis an, wie es ist, in der klaren Überzeugung, dass Käfig kein Mensch für Käfighaltung geschaffen ist. Das muss ich ja nicht ausschließen. Ich kann es nicht abschaffen. Ich hatte einen Vorgänger als Seelsorger, der ist mit dem Geld der Seelsorgekasse, ist der, das soll ich jetzt vielleicht nicht erzählen, aber gut, der ist nach Madrid geflogen zu einem Kongress zur Abschaffung der Gefängnisse, was ein sehr guter Kongress ist. Also wäre ich auch mit. Bloß, Sie müssen sich halt vorstellen, wie wirkt das auf so einen normalen Vollzugsbeamter, wenn der zurückkommt und die kriegen raus, dass der bei so einem Kongress war und soll jetzt Seelsorge machen. Das ist also nicht ganz so einfach. Und ich habe den anderen Weg gewählt. Genauso wenig einverstanden, eigentlich letztlich mit diesem Wegsperren, aber es geht halt. Was Besseres ist noch nicht erfunden, und es ist auch sehr verschieden, was dieses Wegsperren im Leben eines Menschen bedeuten kann, trotz allem wieder. Aber ich habe mir halt gesagt, nein, ich muss mit diesen Beamten zusammenarbeiten, mit den Bediensteten. Und die haben es zum Teil genauso leicht und so schwer wie die Inhaftierten. Die kommen ja auch aus allen Arten von Milieus, aus allen Arten von Partnerschaften, familiären Dingen. Von denen waren sehr viele vorher beim Militär, also die waren in Afghanistan oder haben sonstige Sachen erlebt. Und sind Menschen, die auch jemanden brauchen, der ihnen natürlich zuhört. Ja. Und ich habe es erlebt, dass ich bei einem Verwaltungsmann, der war natürlich früher im Vollzug, war jetzt in der Verwaltung kurz vor der Berentung, komme ich bei dem ins Büro rein. Von dem hatte ich nicht so die höchste Meinung, weil ich den Eindruck hatte, der, naja gut, vor der Rente, was macht man da noch? Aber plötzlich fängt er an und erzählt mir, wie er das erste Mal als junger Bediensteter einen Haftraum aufgeschlossen hat und der Häftling drin hatte sich erhängt. Ja, das passiert natürlich ab und zu. Das ist in meiner Zeit auch passiert. Das kann auch keiner verhindern. Also ich konnte es nicht verhindern, obwohl ich manchmal genau wusste, wer das war. Und habe aber schon einige andere Sachen schon verhindert, natürlich. Nämlich bei Sachen, wo man den Eindruck hatte, dass jemand sich darauf vorbereitet, bloß bei allen sieht man das halt nicht. Ja, und der hat mir das so erzählt, als wäre das gerade eben passiert. Also ich sah mich neben dem stehen vor dem Inhaftierten. Und da habe ich mir schon gedacht, also sei bloß vorsichtig als Seelsorger, irgendeinen Menschen da zu kategorisieren oder zu beurteilen oder sonst wie. Jeder hat ein ganz tiefes Herz, sage ich mal, und
Das kann verhärtet sein, fest soll es ja ruhig sein, aber verhärtet sein, das ist alles möglich. Aber du bist als Seelsorger da unerbittlich fast an der Seite der Menschen zu stehen und was möglich ist zu erleichtern oder einfach denen die Möglichkeit zu geben, auch nur Sachen auszusprechen, dass das alles geht. Und ich muss kein Larifari machen und keinerlei Aktionen und sonst irgendwas. Ich habe das alles rigoros abgeschafft. Ich hatte eine Kollegin, sag ich mal, die hat also Familienaufstellungen nach Bert Hellinger gelernt und wollte das machen. Die war auch Seelsorgerin. Das interessiert keinen UHU-Häftling. Den interessiert, wann kriege ich die Erlaubnis anzurufen? Ja, was passiert mit meinem Betrieb? Was ist überhaupt los? Sie müssen sich so vorstellen, wer kann denn heute ohne Mobiltelefon leben? Ja? Das Erste, was passiert, ist, dass das Mobiltelefon nicht abgenommen wird. Also im Gefängnis gibt es keins, ich durfte meins auch nicht mit reinnehmen. Da gibt es Schließfächer für die Bediensteten, da muss das rein. Es ist mir zweimal passiert, dass ich das aus Versehen in der Tasche hatte, habe es vergessen. Glauben Sie mir, ich bin ganz schnell zurück und habe das wieder abgegeben. Also raus, bloß nicht mit dem Ding erwischt werden. Weil ich wirklich, also, und diese äußeren Regeln, und da gibt es also natürlich jede Menge anderer, strikt einzuhalten, es war für mich nicht nur, weil ich also jetzt einen besonders geilen Dienst machen wollte, wie man heute sagt, Dienst geil, sondern ich wollte die Arbeit der Menschen, die dort für die Sicherheit sorgen, ehren oder achten, sagen wir mal, achten. Ich wollte, dass die sehen, dass ich das achte und nicht als Seelsorger flapsig da sagen, naja, sie sind halt so Beamte und die sehen nur ihre Schlüssel und alles, stimmt ja auch gar nicht. Es steht auch in der Ordnung drin, also zumindest im Land Rheinland-Pfalz, dass ein Bediensteter in einer Justizvollzugsanstalt gedeihliche oder aufbauende Gespräche mit den Inhaftierten führen soll, soweit es in seinen Möglichkeiten und seinen zeitlichen und auch persönlichen Möglichkeiten ist. So ähnlich steht das drin. Ja, da kann ich als Seelsorger sagen, grüß Gott, Herr Mitseelsorger. Ja, also wenn die das auch machen sollen, was mache ich in einem gewissen Sinn anderes? Und ich kann nur an Seite von, also die bestärken darin, dass sie sich also in dieser Weise auch dann wirklich, dass es nicht nur in der Dienstordnung steht, sondern auch stattfindet. Das natürlich schon. Ich kann auch einem Bediensteten sagen, wenn sie einen Inhaftierten, der sie furchtbar quält, weil er immer auf seinen roten Knopf drückt, ist ja doch alles sehr liberal auch. Also ein Inhaftierter kann eigentlich ständig einen Bediensteten anfordern und der denkt jedes Mal, der ist kurz vom Exitus, aber derweil ist dem nur langweilig oder er will einen Tabak oder so, der ihm der Bedienstete eh nicht so geben kann. Dann verstehe ich das, dass der Bedienstete mal dem einen Tiernamen gibt, dann abwerten dann, ja. Bloß, ich habe das bei den Bediensteten gesagt, dass ich das nicht für gut finde, aber auch bei den Inhaftierten. Ja. Also man hat ja dann eigentlich immer Zugang zu den verschiedenen Leuten. Man merkt, was so läuft, wie das so ist. Wo ich ganz mehr reinkomme, muss ich sagen, also da sind bestimmte Leute aus Osteuropa, die sofort, wo also mehr als zwei, drei sind, eine Mafiastruktur aufbauen mit Schutzgeldern und allem. Das hast du also auch im Gefängnis, wo dann also die Neuen reinkommen, die kriegen alle was. Aber das sind vergiftete Unterstützungen, vergiftete Spenden. Also es ist Sizilien und so. Und auch dann eben Schutzgeld müssen mitmachen. Da muss ich sagen, da bin ich sehr schwer reingekommen in diese, nicht zu den Einzelnen, aber in diese Strukturen. Die hatten aber wiederum die Bediensteten klar im Blick. Ja? Also das heißt, ich muss ja auch gar nicht alles machen. Ne? Ich kann mich beschränken auf das, was ich sehe und kann natürlich schon, gerade weil ich sehr viel Vertrauen habe, weil die merken, ich bin bedingungslos an ihrer Seite. Also vor allem die Inhaftierten jetzt mal erst, da kann ich natürlich auch sehr klare Sachen sagen, die wiederum eigentlich nur ich so aussprechen kann. Und dazu war der Gottesdienst sehr nützlich. Über den könnte ich noch mehr erzählen, wie der ablief. Bloß jetzt soweit mal, dass da 70 Leute etwa kamen. Das ist das halbe Haus. Mehr gingen auch gar nicht rein, weil eigentlich sollen die nach Abteilung getrennt sitzen. Und es ist natürlich alles eine Sicherheitsfrage. Ne? Also lieber wäre es denen, wenn 5 in Gottesdienst kommen. 5 und 5 Bedienstete, die aufpassen. So waren es 5 Bedienstete und 70 Häftlinge. Bloß ab 20 Häftlinge ist sowieso so, wenn da einer einen Rappel kriegt, auf Deutsch gesagt, und fängt an, um sich zu schlagen,
dann kann man halt das Blut auswischen, ob da jetzt sechs, also es ist mir einmal passiert, das kann ich auch wirklich nur zur Ehre dieses Hauses sagen, dass am Anfang meines Gottesdienstes, das heißt, der fing gerade noch nicht an, ich habe da so Kerzen angezündet, ich habe immer Kerzen angezündet, so viel ich gefunden habe. Erstens war ich ja interessiert, zweitens ist das ja was Heimeliges in dieser Kapelle, die Mehrzweckraum war, aber ein Mehrzweckraum der Kapelle war auch nicht der Kapelle, die, also nicht Gottesdienst im Mehrzweckraum, sondern mal was anderes in der Kapelle. Und also da habe ich die Kerzen angezündet, einmal rumpelt hinter mir, ist einer über zwei Ding auf einen draufgesprungen. Damit war der Gottesdienst beendet natürlich, ist ja klar. Also wenn einer so ein, der hatte das angekündigt, ich konnte es lesen dann später, also ich hatte ja Zugang zu den Akten, auch was die geschrieben über das Benehmen der Häftlinge, wo ich gemerkt habe, da kann man Dingen vertrauen, Notizen und anderen eben nicht. Also so dumm war ich nicht. Kam man aber darauf an, wer was reingeschrieben hat. Das Deutsch war auch meistens sehr unterschiedlich ausgeprägt. Aber auf jeden Fall war das so, dass der da drüber gesprungen ist. Und ich habe mich natürlich umgedreht und habe gesehen, dass zwei Bedienstete, also sich sofort um den gekümmert haben und die anderen versucht haben, also dass die vielen Leute geordnet und möglichst nach Abteilung, und das ging natürlich da nicht mehr so ganz, dass die wieder zurückgeführt wurden. Und die zwei, die sich also um den Mann gekümmert haben, der mit einem anderen im Hof eine Auseinandersetzung hatte und hatte, wie gesagt, angekündigt, das war auch notiert, dass der also beim nächsten Mal dem was tut. Das nächste Mal war jetzt leider der Gottesdienst, wo beide zufällig also dort waren. Und, aber die Professionalität, mit der diese beiden Bediensteten, die schon länger natürlich drin waren, die haben die Erfahrensten, also das ist alles abgesprochen. Die beiden Erfahrensten sind auf den los, haben den sofort unschädlich gemacht. Also der konnte sich nicht mehr bewegen. Den Kopf am Boden, also damit wirklich, also richtig so Polizeiart. Aber, und das hat mich so tief beeindruckt, wir waren in der Kapelle, ohne irgendeine Aggression. Also hundertprozentig professionell jemanden gehindert, noch irgendwas zu machen, aber ohne, also verbal sowieso nicht, dass die jetzt sagen, du bist ein Idiot oder was und so. Und auch nicht, dass die den also jetzt besonders grob da oder irgendwie so schikaniert haben nach dem Motto, der, ja, und ich stehe jetzt aber da mit meinem Gottesdienst, den habe ich vorbereitet, die Leute sind alle gekommen, jetzt auf einmal zack, alles weg, von einer Sekunde auf die andere. Dann bin ich hin, habe mich nur hingestellt und gesagt, hat sich dieser Mann noch am Boden, also festgehalten, bei mir entschuldigt, dass er jetzt leider den Gottesdienst also so gestört hat, bevor er anfängt und so. Muss man alles sehen. Die Moral in einem Gefängnis ist meistens höher als draußen. Ja. Kann ich Ihnen auch eine Geschichte erzählen? Ich mag es jetzt ganz durcheinander. Ich wiederhole mich ja nicht. Also folgende Lage. Eine Journalistin entdeckt mich, wie das heute so ist, und sagt, ja, Hamburger, mit Ihnen machen wir ein Interview. Die war noch dazu vom Bistum, hat aber auch für die Tageszeitung geschrieben und interviewt mich da irgendwie mal vor der Anstalt. Ich habe da keinen mit reingenommen. Und dann lese ich halt in der Zeitung und da hätte ich gesagt, habe ich auch sicher, auf die Frage, das ist natürlich eine naheliegende journalistische Frage an einen Justizseelsorger, ja, haben Sie denn nie Angst, wenn Sie da drin sind, dass Ihnen was passiert? Also, dass einer Ihnen da was tut? Worauf ich geantwortet habe, damals für mich der Weisheit letzter Schluss, aber es war nicht der letzte, ja, also ich glaube nicht, dass mir jemals was passiert, denn das ist, es handelt sich um Untersuchungshaft und kein Untersuchungshäftling möchte noch, dass auf seine Strafe noch was draufkommt, indem er also während dieser Haft sich schlecht benimmt. Ja, oder so. Ja, gut. Zeitungen können ins Gefängnis, auch in die U-Haft, also weil das sind ja keine Medien, wo Kassiba, also da ist ja nichts. Also wo Meldungen geschmuggelt werden. Es geht ja um keine Verdunkelungsgefahr, haben wir ja gehabt als Grund. Das heißt also, es darf nichts hin und her gehen an Informationen, wo das Gericht dann ausgetrickst wird und die Verhandlung vorgeführt wird. Also in der Zeitung stand natürlich das Interview drin. Natürlich hat das ein inhaftierter abonniert gehabt, also von so einer Abonnementshilfe für Gefangene. Ist ja toll. Da waren ja auch sehr, sehr
schlaue Leute drin und das war einer von denen und der hat das gelesen, das hat dann schon ein bisschen so die Runde gemacht und ich hatte eine Gesprächsgruppe jeden Mittwoch, über die kann ich dann auch noch was sagen und in dieser Gesprächsgruppe kam der beim nächsten Mal dann an und sagte, also der Hamburger, es war ein Motorradfan, also die hatten so einen gewalttätigen Motorradclub, der hat den Polizisten, glaube ich, erschossen, das war sehr gut. Jedenfalls kommt der an, sagt mir Hamburger, Ihr Interview da, also glauben Sie, wissen Sie was, ich sage es Ihnen ganz offen, Sie sind für uns ein so toller Mann, ja, Sie werden doch nicht im Ernst glauben, dass Sie jemand hier nur deswegen nicht angreift, weil er eine höhere Strafe kriegt, ja, sondern wir greifen Sie deswegen nicht an, weil Sie für uns, also wenn einer für uns was tut in diesem Haus, weil die waren natürlich über die Inhaftierten, habe ich da immer alles gehört und bei den Inhaftierten alles über die, bei den Bediensteten alles über die Inhaftierten und umgekehrt. Aber der hat gesagt, Sie sind doch ein so toller Mann hier und also wenn einer Ihnen was tut, der muss ja schon sehr geschädigt sein. Ja. Also das ist nicht, weil wir eine höhere Strafe. Also, wenn man das zu Ende durchdenkt, muss man sich sagen, ja, hast du daneben gehauen. Ja. Und ich habe danach gesagt, ja, soweit habe ich habe da zu kurz gedacht. Ja. Also ich habe immer alles zugegeben. Ja, ich musste nicht vor Gericht, das habe ich gleich bei den Inhaftierten gemacht. Wenn ich einmal gesagt habe, ich habe mich geirrt, war sowieso heilige Stille, aber das kann man nicht überall erleben, draußen auch. Ne, irren tut sich keiner. Und sogar wenn man heute sagt, ich habe Zeit, dann zucken die alle an der Supermarktkasse zusammen. Ne? Weil das gibt es ja überhaupt nicht, dass einer Zeit hat. Selbst nach dieser Seuche, wo man jetzt wirklich gelernt haben könnte, dass unser Zeitbudget eigentlich ganz anders läuft. Ja, gut, also auf jeden Fall war das für mich eine ganz hohe Lehre. Und habe mir gesagt, na siehst du kommst halt noch weiter. Und ich fand das so scharfsinnig, so logisch, so durchdacht, aber auch so vom Herzen her. Ja. Weil er gesagt hat, also ich glaube, also erstens mir ein Lob ausgesprochen hat, das natürlich ein bitteres Lob dann war, aber halt schon ein Lob. Und aber auf der anderen Seite schon gesagt hat, ich sollte doch ein bisschen höher von Ihnen denken. Also von dem, was von meiner Arbeit da ankommt. Ja gut, besser kann man es nicht haben. Ja. Und ich wünsche nur allen in der Kirche, die irgendwo überhaupt Seelsorge machen, dass sie solche Sachen erleben. Und ich sage halt auch, es gibt Unterschiede zwischen Päpsten, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, aber es ist ganz, ganz nahe an dem, was ich gerade gesagt habe. Wir haben zurzeit einen Heiligen Vater, einen Papst, der zwei Dinge schon hinter sich hat, was nicht viele Päpste hinter sich haben. Nämlich er hat öffentlich zugegeben, dass er was falsch gemacht hat. Ja, also da ging es um Verhaftungen von Jesuiten in Argentinien zu dem Diktaturzeit. Er hat was falsch gemacht. Das muss man erstmal sagen können, als unfehlbarer Papst, also jetzt unfehlbar vulgär gesehen. Und er ist mal abgesetzt worden. Der war mal, hatte eine Leitungsaufgabe innerhalb des Jesuitenordens. Und die hat er so ausgeführt, dass die Jesuiten unter sich, also das war keine Sache von Rom oder so, dass die den einfach abgesetzt haben. Und so einer ist jetzt Papst, und da kann ich Ihnen sagen, der bringt was mit, was anderen fehlt. Weil wir haben auch schon Pepsi gehabt, die haben noch nie was falsch gemacht und hatten dann zwar eine Leitungsposition, aber da ist ihnen keiner an den Karren-Container. Das wäre gescheiter gewesen, wenn man das frühzeitig beendet hätte, sage ich mal so. Also auf jeden Fall habe ich da sehr viel gelernt und überhaupt war das für mich halt so, dass die Berührung mit diesen Inhaftierten, jetzt hatte ich natürlich einen Pluspunkt, ich bin in der Psychiatrie aufgewachsen, sozusagen mehr oder weniger. Also mein Vater war Psychiater und ich habe schon als ganz kleines Kind mitgekriegt, wenn da so nachts Anrufe kamen. Wir hatten nur ein Telefon, weil mein Vater Nachtdienst hatte. Das Klinikum war nicht weit weg, der konnte da zu Fuß hin, konnte also zu Hause schlafen, aber es wurde halt nachts angerufen. Und da weiß ich noch, dass ich als Kind schon dann gehört habe. Ich habe immer nur gehört, was mein Vater gesagt hat. Das war ja so ein alter Apparat noch mit Weltreibe und der hing so an der Wand. Und mein Vater dann, aha, Dugan, also so hieß das, wenn ein Patient gebracht wurde. Damals konnten die ja noch gegen ihren Willen auch eingeliefert werden, wenn was vorlag. Ach so, hat mein Vater gesagt, die Möbel, so alle auf die Straße. Die Möbel sind halt auf die Straße geflogen. Aha, ja, gut, ja, versteht er schon, muss er hin. Liegt was vor und so, und dann ist er dahin. Und ich lag in meinem Bett da, oder Bettchen, das war schon ein Bett, mehr oder weniger, und habe immer gedacht, sonderbar. Und
wurden die Möbel einmal aufgestellt in der Wohnung und dann waren die immer am selben Ort. Also ist da nichts mit Möbel gewesen und so. Aber ich habe dann eben begriffen, das geht anderswo ganz anders zu. Und das hat mir im TSE ungeheuer viel Spielraum eingeräumt, also mit Leuten, die dann auch kamen. Ja, da kamen ja auch alle Arten von Leuten, also ein Höhepunkt. Ja, im TSE, also wenn ich jetzt schon mal da noch mit TSE, wir haben natürlich auch jemand, der schon in Haft war. Das hat für mich damals, vielleicht für Sie zum Teil, so von außen wie so ein kalter Hauch. Da ist einer, der war schon im Gefängnis, so ganz leichte Gruselnoten dabei. Und der hat mir dann aber ganz toll erzählt, wie er mit seinem Mithäftling und so, das war also Strafhaft hatte der. Das war das eine. Und dann kam mal einer, das war also ganz heftig. Und da sieht man halt, was in TC auch alles läuft und was jetzt nicht so gleich bekannt ist. Der ist um diesen Empfangskasa da rumgeturnt, also eine Weile. Und dann hat ihn einer gesehen und solche Leute kommen halt auch immer zu mir, weil ich halt mit denen reden kann. Jetzt war das jemand, der kam irgendwo aus dem Badischen und ist mit dem Auto durchgepeilt von seinem Wohnort bis nach Tessé und hat gesagt, der kann nicht mehr, es ist einfach vorbei. Und der war sexsüchtig. Das hatte ich in der Art so noch nie erlebt. Und zwar war das die Zeit, wo man alles noch auf CDs gebrannt hat. Also das war so die Anfangsversuche. Und der hatte so viele CDs gebrannt, dass er in sein Büro nicht mehr reinkam, also in sein Arbeitszimmer. Und wie das Ding voll war und er also nicht mehr konnte, ich meine, ich weiß auch gar nicht, wie man, also Gott, ich finde, es ist gar nicht so sexy, solche CDs zu brennen, aber der hatte schon seine Gründe irgendwie, aber er hat es mit sich nicht mehr ausgehalten und kam dann dort an. Und das ist jetzt natürlich, nehme ich mal an, nicht strafbar gewesen, weil es also nicht jetzt Kindergeschichten waren. Also da hatte ich keinen Hinweis. Da komme ich aber auch noch drauf, solche Dinge. Der hatte einfach seine liebe Not mit seinen Neigungen, die ja jeder ein bisschen hat. Aber man muss halt, wenn es im Rahmen bleibt, ist es gemütlicher, sage ich mal. Und ich habe mit dem gut geredet und der ist dann auch runtergekommen und ist am selben Abend sogar wieder zurückgefahren. Also für den war TC dann damit ausgeschöpft, im Guten. Und ist dann, habe ich gesagt, er muss sich so Gruppen suchen. Da gibt es ja so Gruppen, wo ich mich hinsetze und sage halt nicht, dass ich Alkohol trinke sehr viel, sondern halt auf der Art unterwegs bin. Und das war also gut. Aber nur um zu sagen, also ich hatte da schon eine gewisse Breite. Ja, und jetzt kam ich natürlich im Gefängnis. Also eigentlich wollte ich jetzt erst noch eine andere Geschichte erzählen, aber ziehen wir das vor. Nee, machen wir erst die. Also das mit den Kinderleuten, das kommt noch. Aber erstmal kommt also einer an. Mit Gottesdienst und die Gespräche mit den, kannst du das erzählen, und mit den Runden? Die Gesprächsrunden. Die Gesprächsrunden. Am Mittwoch. Ja. Ja, dann mache ich es jetzt doch andersrum. Machen wir es so rum. Genau. Also, im Gefängnis gibt es natürlich wie überall eine Hackordnung. Und es ist ja sehr menschlich zu überlegen, wenn ich merke, ich hab daneben gehauen, denken manche, also die Erholung besteht darin, einen zu finden, der noch mehr daneben gehauen hat. Ja, weil dann bin ich ja nicht so ganz der Letzte. Und jetzt gibt es aber leider ein Delikt, oder das kann man ja auch verstehen. Also ich lasse mich jetzt nicht über die Frage des Missbrauchs, Kindermissbrauchs aus, das ist ein anderes Thema. Aber es gibt halt Leute, die kommen aus diesem Grund ins Gefängnis, die heißen dort Kinderschänder oder noch andere Ausdrücke gibt es da. Und das ist alles so, mit denen habe ich auch zum Teil Gespräche deswegen gehabt, weil die sich ja gar nicht aus dem Haftraum zum Teil raustrauen. Also die haben dann Einzelhofgang, weil die können nicht mit anderen im Hof rumgehen. Oder es ist passiert, also erst waren sie mit anderen und dann kam das raus. Wenn das einer verheimlichen kann, aber das ist eben, haben wir vorhin gehabt, ganz schwer. Ne? Da kommt vieles dann plötzlich ist im Umlauf. Ja, und mit denen habe ich mich halt dann so hingesetzt und habe gesprochen und habe festgestellt, mit großem Erstaunen, auch wieder so wie die Geschichte mit den Möbeln, wo es jetzt natürlich viel schlimmer, dass es Menschen gibt, die, also ich vergleiche das ist zwar der blöde Vergleich, weil der Regenbogen jetzt so festgelegt ist, symbolisch, also zweifach in der Bibel und Ding, aber es ist so, dass eine Schattierung in die nächste übergeht, also 1000 Shades of Grey, also das heißt, da sind keine Grenzen eingezogen. Und wenn der in eine Patchwork-Familie kommt,
oder sogar mit eigenen Kindern, ist einfach eine Sperre, die bei vielen also gut ausgeprägt ist, die ist da überhaupt nicht da. Und wer merkt zwar, dass da irgendwas, aber also es ist ein echtes Leiden, ganz einfach. Also habe ich immer so, und das sind natürlich oft auch Leute, die das nie mitgekriegt, also die wurden nicht so sozialisiert, weil sie selber ja dran waren schon. Also es ist alles nicht ganz so leicht und es geht jetzt natürlich in dem Fall nicht über die Opferperspektive, es sei denn, einer hätte da irgendwas verharmlost. Das habe ich aber nicht so sehr erlebt. Die waren mehr erstaunt über sich selber, dann irgendwann nach Gesprächen und ja, aber es war doch, also für mich war das auch eine echte Prüfung natürlich, mit so Leuten zu reden. Es gab auch einen ganz unverbesserlichen, der mit Internet, also da kann man ja sehr schnell Partnerschaften anknüpfen und der also wirklich überzeugt war, dass der sah aus, der hatte, ich will es nicht beschreiben, weil vielleicht war jemand von den Zahnlücken, dann passt es nicht, aber der sah aus wie ein also fürchterlich entstellter Zwerg und hat es geschafft, über das Internet eine Jugendliche aus einem ganz anderen Teil von Deutschland irgendwie für sich zu gewinnen und hat mit der dann auch wahrscheinlich mal angestellt. Also das war schon sehr Ding. Und da haben auch Bedienstete zu mir gesagt, dass sie da überhaupt reingehen. Also da, das haben die schon sehr geachtet, weil das schon vom Geruch her nicht so toll war. Diese ganzen Haupträume sind ja sowieso, aber so jemanden konnte ich, mich auch nie ins Büro geholt. Ich hatte da feine Abstufungen. So, also jetzt ist es aber so, dass solche Leute, also der ist ja auch nie aus seinem Hauptraum, deswegen hat der auch so gerochen, dass solche Leute die unterste Schublade sind und dass natürlich welche da sind, die versuchen, da im Gericht zu sprechen. Weil keiner sagen kann, man muss doch für solche Leute irgendwas noch übrig haben. Also alle Inhaftierten meinen sie zumindest, stimmt natürlich auch nicht ganz, aber sie sind sehr im Recht, wenn sie so jemanden schon mal eins eingeben. Und dann ist das im Hof, auch wenn der Hof bewacht ist, das sind ja immer, oder? Wenn die rumlaufen, dann die sprechen sich ja ab. Dann machen die ganz einfach so wie von ungefähr einem Kreis um einen. Und einer geht in diesen Kreis, wo jetzt der Beamte das nicht klar sieht, auch wenn er wenig erhöht ist. Die gehen dann so nach hin und dann haut einer so, also spritzt halt das Blut. Ja? Und das ist dann das Gericht, da könnte man die deutsche Justiz eigentlich, könnte man viel Geld sparen, könnte man alles so erledigen, wie im Wilden Westen. Ja. Aber die Leute sind auch so wildwestlich oft drauf, also so Schnellgericht und die Faustrechte Stärkeren natürlich auch kommen dann ins Spiel. Also alles, wozu unsere Justiz und Polizei da ist, nämlich um die Schwachen im Grunde zu stärken oder die, die übervorteilt werden und so, das ist, da fällt da alles aus. So, und jetzt gibt es da aber auch Leute, jetzt komme ich auf die Gesprächsgruppe. Also der geht dann natürlich nie mehr alleine raus, der macht Einzelhofgang und es ist halt auch wieder von den Beamten her, da ist es ungefähr wie in der Pflege, es gibt keinen Nachwuchs so richtig, da werden ganz junge schon eingesetzt für ganze Abteilungen. Die haben nur 2 Jahre, haben die eine Mini-Ausbildung, um zu wissen, ob sie überhaupt die Justizausbildung machen sollen. Da werden die 2 Jahre schon eingesetzt, weil das also lang dauert, bis man das wirklich weiß, und müssen aber schon eine ganze Abteilung betreuen oder springen rum, sind mal bei der. Das heißt, die haben keine Buchfüllung mehr und kein Wissen mehr genug von den Inhaftierten, dass sie die gut behandeln. Also gut, die sind also dann allein im Hofgang oder es war eben einer, das war ganz interessant, der ist auch freigekommen, ich glaube auch nicht mit Bewährung, sondern freigesprochen worden, weil es gibt natürlich auch Versuche innerhalb von Partnerschaften, wenn ich einen Mann loskriegen will, der also mit meiner Tochter, die ich schon von der anderen Ehe mitbringe, wenn ich den los haben will, dann schicke ich den mit der Tochter, sagen wir mal, zum Weihnachtsmarkt nach Brüssel und da bleiben die halt eine Nacht, weil Brüssel ist halt weit weg und dann übernachten die natürlich im Hotel, weil das sind ja nicht Leute, die so viel Geld haben, dass sie sich 2 Einzelzimmer da leisten und so. Ja gut, und dann kann es natürlich sein, dass das Mädchen zu Hause oder von der Mutter instruiert oder von jemand Dritten, von einem Mann, der da irgendwann mit drin ist, dass dann Legenden, wie man es so nennt, in Umlauf kommen. Und wie immer das war, das will ich hier gar nicht entscheiden, das ist nicht meine Aufgabe, aber dieser Mann ist jedenfalls, saß der auch monatelang in dieser Haft und wurde dann knallfall von einem Ding auf den anderen entlassen. Und der war in meiner Gesprächsgruppe.
weil ich natürlich alle zugelassen habe, die die Gruppe nicht gestört haben. Ich habe auch nie nachgefragt, wie es irgendwie angeklagt waren. Gefängnisakten konnte ich eins, also die Vollzugsakten waren alle da und ich hatte die Berechtigung als Seelsorger alles zu lesen. Aber ich habe mir immer gesagt, nein, ich möchte wissen, was der Mensch von sich sagt. Wenn das dann sehr ungereimt würde, dann kann ich es immer noch machen. Gut, aber jetzt lassen wir die Akten auch noch stehen, sondern ich komme also in die Gruppe und stelle fest, weil ich habe das gar nicht mitgekriegt, wer da alles reinkam und rausging schon wieder. Der war nicht mehr da. Nee, anders war es. Ich habe festgestellt, der ist nicht mehr da und habe einen anderen geholt von der Warteschlange. Es durften nur 10 Leute bei mir in der Gruppe sein. Also gab es eine Warteschlange. Ich war froh, dass dann ein neuer kommen konnte. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Der andere war sogar mein Küster. Also da hast du jedem versucht, so einen Job zu geben, obwohl ich gar keinen brauchte mit meiner Art von Gottesdienst. Aber der durfte dann die Gewachsfeste. So. Ich war ja als Pyroman verschrieben mit meinem Seekerzen-Ding. Ja, und jetzt kommt also einer, auch ein Dummer, also zumindest intellektuell, der sitzt dann da in der Runde, wir sitzen alle da, wollen anfangen, sagt der Herr Hamburger, ich muss da schon mal Sie zur Rede stellen. Sie haben zugelassen, dass wir wochenlang, monatelang möglicherweise, aber es war wochenlang, weil bis der eine in die Gruppe kommt, mit einem Untermenschen an einem und demselben Tisch gesessen sind. Das waren so Tische wie die, ganz so schön. Und da habe ich natürlich immer serviert, also schön ab mit Kaffee und so ein Kuchenkaffee bei Aldi, der nicht so teuer ist, also abgeschnitten. Alles wurde hergerichtet, also dass die wirklich einen gedeckten Tisch hatten. Das haben sie ja im Gefängnis nicht. Du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Jetzt müssen wir mal was Religiöses sagen aus der Bibel. Psalm 23. Habe ich den inhaftiert? Nein, gesagt. Ich habe gesagt, ich decke ihnen den Tisch im Angesicht ihrer Feinde. Meine Feinde fanden die toll, dass der Seelsorger sowas sagt. Aber ich meine, das war jetzt nicht ganz wörtlich gemeint, weil ich gesagt habe, die Justiz, von der Justiz hielten die natürlich überhaupt nichts. Aber ich halt schon. Wobei ich auch da einen Staatsanwalt erlebt habe, wo ich mir gedacht habe, den hätte ich nicht so gern vor mir, wenn ich mal dran bin. Das kann ja auch mal religiös-politisch sein, dass man plötzlich vor Gericht kommt. Das gab es ja in Deutschland schon, weiß Gott. Also ich hätte wochenlang zugelassen oder jedenfalls sehr lange Zeit, dass das waren nämlich so mehrere, so ein bisschen aus der Ecke, also mit einem Untermenschen am selben Tisch sitzen. Und dann wusste ich natürlich schon, wen der gemeint hat. Das war nämlich genau der entlassen worden war. Und ich wusste ja, der hat mir ja seine Geschichte erzählt gehabt, weswegen der da angeklagt war, aber eben nicht verurteilt wurde. Ja, was mache ich jetzt? Tja, was macht man in so einer Situation? Also der böse Seelsorger punkt die anderen rein. Der denkt also, dass jeder sich mit jedem an einen Tisch setzt. Ja gut, wie ich so weit war mit meinem inneren Nachdenken, war die Sache schon wieder ganz einfach. Weil, also das waren hartgesottene Neonazis, die auch aus diesen Gründen inhaftiert waren. Und von denen, das waren 7 Stück zum Teil, die aber auch zum Teil wieder entlassen werden mussten, weil man eben das doch nicht so dingfest machen konnte. Aber damals waren sie eben da. Und von denen waren 3 in dieser Gruppe, weil die haben immer das Gespräch gesucht. Das sind ja so Leute, die gern debattieren und so. Gut, also der Untermensch. Aber dann war mir alles klar, da habe ich nur gesagt, darauf bin ich echt stolz. Also muss ich jetzt mal sagen, habe ich einfach gesagt, ja, wie heißt denn der Gesprächskreis? Und mein Gesprächskreis hieß vorläufig Überleben, weil ich da wollte, dass auch Muslime kommen können, Atheisten und nicht bloß Christen oder gar Katholiken, was also andere nicht so sehen, aber ich habe das so gesehen, weil ich mir gedacht habe, aus der Mischung kommt auch was raus, vor allem für meine Predigt oder Ansprache, weil ich denen natürlich den Bibeltext vorgelegt habe und alle haben sich da beteiligt, auch die Neonazis, auch ein Atheist, ein Glühender und auch Muslime und auch einer, weil man sagt, Epheserbrief, da steht jetzt was mit Jesus Christus, aber man kann es auch lesen, ohne dass man den Namen jetzt sehr fokussiert. Hat er gesagt, wieso denn? Jesus Christus ist doch gut. Also ich habe eine Toleranz, alles, überhaupt kein Problem. Gut, wo sind wir? Also vorläufig überleben. Das macht man im Gefängnis, das macht man übrigens auch draußen. Ne? Wir überleben alle vorläufig, weil irgendwann braucht man das Überleben nicht mehr, da kommt dann das Leben ohne über. Ja.
Und das ist übrigens auch das Gleichnis, wenn wir noch Zeit haben, würde ich drauf kommen, wie das biblisch auch also dieses Gefängnis zu sehen sein kann, unabhängig von dem, was Sie schon so gut ausgeführt haben, nämlich mit dem, dass Jesus im Gefängnis war natürlich und ja auch Petrus, und da gibt es ja auch lustigste Geschichten. Also lustig sind sie eigentlich, wenn man sie mit Abstand liest, also dass der nochmal zurückgeht und schaut, ob das ja nichts dem Gefängnis direkt und nichts passiert, weil er abgehauen ist. Das ist auch schon toll. Ne? Das ist so wie der Jesus, der bei der Verhaftung einmal das Ohr anklebt. Ja. Also was anderes ist jetzt zurzeit gar nicht nötig. Ne? Also deswegen mag ich die Bibel so, weil wenn man das genau liest, dann kommt man also nur noch, also fragt man sich, warum das in der Kirche so streng und ernst, genau ernst gefasst wird. Also ich komme einfach nicht weiter mit meiner Geschichte. Das heißt aber eigentlich katholischer Gesprächskreis oder christlicher, aber mein Kollege, der hat auch sowas gemacht, der war im Ehrenamt da tätig als Diakon irgendwie, der hat auch so einen Kreis gehabt, je mehr Kreise sind, desto besser. Aber ich habe gesagt, also gut, bei mir heißt das nicht katholischer Gesprächskreis, das macht der Kollege, aber wir sind ein katholischer und christlicher Gesprächskreis und nichts anderes. Und dann habe ich ihm gesagt, wer sich bei so einem Kreis anmeldet, und das ist ihre Sache, sich da anzumelden, meine, ich kann sie ja nur zulassen, wenn ein Platz frei ist, und freue mich ja, der muss damit rechnen, mit jedem am Tisch zu sitzen. Ja. Also da konnte ich die Grundidee aus meiner Sicht der Katholizität oder überhaupt des Christentums mal so richtig am praktischen Beispiel und ohne Überbau entfalten. Und habe gesagt, also beim Hamburger ist es so, der ist katholischer Seelsorger, ja, ich schließe niemand aus, ja, und habe dann auch im Hinterkopf etwas gehabt, das habe ich auch hier in dem Artikel gelesen, nämlich, was mir da jetzt später einfällt, das war nicht an dem Moment, dass der Frère Ogier gesagt hat, also eine Kirche, ein Hirte für alle, ja, war seine Idee mit dem Päpsten. Es gibt einen Hirten für alle. Und wer dieses Amt antritt, kann überhaupt nicht sagen, mir sind nur die Katholiken anvertraut, also jetzt die konfessionell gefassten Katholiken oder vielleicht noch die Altkatholiken, die sind halt schon weg, aber also mir sind nur die Katholiken anvertraut. Das hat sich für den Frère Ogier einfach gebissen. Rein logisch, gar nicht jetzt fromm oder theologisch oder kirchlich oder konfessionell, sondern rein logisch. Weil er sagt, wenn es nur einen Hirten letztlich gibt und wenn es auch nur eine einzige Kirche gibt, und das hat ja dann zum Beispiel Papst Benedikt nachdrücklich in Christus, wie heißt die Enzyklika, das sind Schriften da, behauptet. Ja, wenn es nur eine Kirche gibt, gehören natürlich alle Christen dazu. Sonst muss ich ja sagen, gibt es mehrere Kirchen. Das haben die evangelischen Christen so verstanden, dass der praktisch alles überstülpt. Oder eine wahre Kirche und die anderen, das sind die Sekten oder die kirchlichen Gemeinschaften, was das heißen. Aber die, wenn man das bis zum Ende durchdenkt, wenn es nur eine Kirche gibt, kann ich als Papst da gar nicht mich da rausziehen, wenn ich ein Hirte für alle sein will. Und ein Hirte für, und katholisch waren. Also das war für mich wirklich bei dieser Gesprächsgruppe da plötzlich ganz, also jetzt im Nachhinein, hat sich das völlig gedeckt. Das heißt, es ist ausgeschlossen, dass ich jemand ausschließe. Und so hat der Frère Ogier auch immer sein eigenes Ding eigentlich gesehen. Das heißt nicht, dass da auch mal jemand gehen musste aus der Community, sondern nicht, dass da mal jemand gegangen ist, sondern das ist ja aus manchen Gründen dann auch anders gewesen. Und er ist bis zum Äußersten gegangen und ich habe das auch so gemacht. Denn ich hatte einen, der hat immer reingeredet und das Schlimmste ist, das passiert mir ja auch, ich rede und weiß gar nicht mehr, dass ich rede. Das passt gerade bei einem Vortrag, aber manchmal passt es halt nicht so gut. Und du redest und merkst gar nicht, dass du redest und da war einer, der hat immer geredet. Und die anderen saßen da und irgendwann war die Geduld erschöpft und ich habe mir gesagt, ich kann das Symbol in einem Gefängnis nicht setzen, dass ich jemanden also wieder einschließe in seinen Haftraum und dass der nicht jetzt bei diesem kleinen, offenen, das ist nämlich die Offenheit, wenn alle kommen können, sonst ist es ja nur eine relative Offenheit, ich kann den doch nicht ausschließen und dann musste ich den auslesen. Dann bin ich zu ihm hin und habe mit ihm Gespräche geführt in seinem Haftraum. Und habe ihm einmal gesagt, aber der war völlig der war so unempathisch irgendwo, sage ich mal. Also der hat das auch gar nicht schätzen können, dass ich wirklich zu Hause zwei Nächte nicht geschlafen habe, um mich zu entscheiden, dass ich den aufschließe. Da hat natürlich jeder gesagt, naja, der dumme Seelsorger, der kriegt da gar nichts hin, der gehört einfach so, wie er ist, rausgesetzt. Ja, also diese Härte habe ich nicht gebracht und das war natürlich auch ein Einfluss von Tessé oder der Frère Ogier. Der hat da ganz schlecht geschlafen, wenn da mal irgendwas war. Wenn er irgendjemanden verletzt hat oder so.
Und er hat sogar manchmal, bevor er das Reden angefangen hat, gesagt, wenn ich jemanden verletze, kommen Sie bitte zu mir. Weil wer redet verletzt, irgendwie oder später in irgendeiner Art, stark oder mit einer Nuance, der wäre verletzt. Also der war da auch ganz ding. So, jetzt sage ich also, mit dem Gottesdienst, also mit dieser Gesprächsgruppe noch kein Widerwort mehr von diesen Neonazis, ich meine, die sind ja geschulte Redner, kein Widerwort von dem. Nur einer, der war nicht, also der hat nur gesagt, das ist so ähnlich, das ist aber geistreich. Und dann habe ich gedacht, voilà, Pfingsten, jetzt sind wir in Pfingsten haben wir schon erreicht. Ja, also so schön. Und dann haben die mir Stichwörter gegeben für meine, also ich habe alle Predigten aufgeschrieben, weil ich mir gedacht habe, ich will die später haben. Ich könnte mal editieren, aber es interessiert wahrscheinlich keinen. Ich habe mal eine Predigt eingestellt, das hat aber auch keinen interessiert, in so einem Predigtpreis. Da habe ich gepredigt, nachdem sich ein Häftling das Leben genommen hatte, der in meiner Gruppe war. Der ankam, nicht bei mir, aber im Umschluss, also in dem allgemeinen Zusammenzählen, kam der an und hatte aus Keksen einen Kuchen gebacken. Noch. Und hat mit den Leuten noch, bevor er sich an demselben Abend noch das Leben genommen hat, hat er das noch geteilt. Und das war ein ganz milder Mensch. Ich weiß auch nicht, warum der Gefängnis war, weil, wie gesagt, ich wollte die Leute nicht kategorisieren, wenn die mir das gesagt haben. Ganz milder Mensch und ist dann gestorben. Und das eigentliche Problem bei seinem Tod war letztlich gar nicht. Also da habe ich mir das erste Mal gedacht, das ist jemand, der hat sein Leben wirklich jetzt im tiefen Sinn beendet. Jetzt kann man natürlich noch sagen, das muss man aber Gott überlassen, oder man überlässt es halt nochmal auch der Medizin. Also da kommen jetzt in andere Vortragsthemen. Aber ich habe mir gedacht, nee, der ist richtig also das war fast stimmig, ja. Was aber ganz schlimm war. Das passiert aber auch draußen ab und zu, wenn jemand sich das Leben nimmt, dass natürlich ein Nachbar davon und gehört hat, dass da mit dem Stuhl was war. Also der Stuhl ist vielleicht gar nicht umgefallen, aber er ist irgendwie weggerückt oder sowas. Und der hat natürlich wochenlang darunter gelitten. Und wie ich dann, das ist passiert an einem Tag, wo ich nicht war, ich hatte eine halbe Stelle, und wie ich als nächstes Mal kam, kam schon ein Bediensteter und hat gesagt, also das andere wusste ich ja, da habe ich einem Gottesdienst auch immer, wenn es ging, was gesagt. Aber ich bin dann zu dem hin, der hat gesagt, das Problem ist gar nicht der, der sich das Leben genommen hat, sondern der glaubt, der hätte den retten können oder irgendwie hätte da den Kopf drücken müssen, dass da einer kommt und aufschaut. Das ist natürlich, wenn man in so einer Zelle sitzt und hat nichts zu tun den ganzen Tag und hat dann aber sowas doch hautnah erlebt. Das ist schon, also der braucht eigentlich gar keine Strafe mehr. Der hat schon so. Gut, das waren also alles so Dinge. Jetzt müssen wir zum Gottesdienst kommen. Ich würde nur so schnell sagen, dieser Mann, der also so gelitten hat, der kam am Anfang in die Haft. Der hatte einen Altautobetrieb. Wurde verhaftet, wahrscheinlich hat er was an der Steuer vorbei, irgendwie. Also da war schon was passiert. Vom Mercedes weg verhaftet, kam da rein, saß dann sehr schnell bei mir im Ding und hatte wahrscheinlich schon erfahren, dass ich ein Telefon habe. Und hat zu mir gesagt, also bei mir in der Familie geht das alles den Graben runter, mein Sohn ist völlig ungeeignet, der hat zwar ein bisschen den Betrieb mitgemacht. Und meine Frau sagt, wir müssen ja an Geld kommen, jetzt ist ja alles weg. Die muss putzen gehen, die kann ja nur noch putzen gehen. Ja. Und dann hat er gesagt, rufen Sie an. Ich habe dann gesagt, ich rufe da mal an, natürlich, wenn das so dramatisch ist. Und schau mal, ich habe ja auch mit Angehörigen auch telefoniert, ohne die inhaftiert natürlich. Durfte ja nicht mit in Präsenz von denen. Und haben gedacht, na, rufe ich mal an. Dann habe ich angerufen, habe ich seinen Sohn am Apparat und sage, ja, ihr Herr Vater, wir bei uns hier und so weiter. Die wussten natürlich alles schon. Und habe gesagt, ja, und der macht sich ein bisschen Sorgen wegen dem Altautohandel und so. Ach, hat er gesagt, der braucht sich keine Sorgen machen. Richten Sie mal einen schönen Gruß aus zu mir. Ich habe heute zwei Autos verkauft. Ja, da sage ich, und wie geht es denn Ihrer Frau Mutter? Ja, also da meinte er, die müsste vielleicht putzen gehen und so. Ja, sagt er, die ist zum Hotel, die ist jetzt schon die Leiterin von der Putzkolonne. Oh, haben wir gedacht. Wie zweischneidig das Ganze. Ne? Also nur gute Nachrichten, aber
Papa überflüssig. Also du hockst im Gefängnis und zu all dem, dass du eh schon nichts machen kannst, da kriegst du noch leibhaft mit, dass du nicht gebraucht wirst, zumindest nicht auf dieser Ebene. Und nachdem es eine muslimische Familie war, habe ich gedacht, vielleicht haben die von dem Pascha sowieso bloß die Nase voll oder so. Also man weiß es nicht, da frage ich auch nicht nach. Jedenfalls hat der dann gesagt, also der hat mir das nicht geglaubt. Und hat gesagt, also ohne meine Anweisungen, also ich muss irgendwie Anweisungen geben. Und hat immer gesagt, Sie haben doch hier das Telefon. Ich sage, ja, ich habe hier schon ein Telefon, aber nicht noch Betriebe zu führen. Ich bin ja nicht Ihr Telefonist oder so. Werde ich auch nie werden. Ich bin ja Seelsorger und muss schauen, dass ich rumkomme, weil nämlich viele Leute in ihrer, also auch wie Sie, so Gespräche wollen. Dann bringe ich den zurück in den Haftraum. Dann dreht sich der plötzlich auch im Gang um. Es waren zwei Bedienstete in der Nähe und brüllt mich an und schreit, ich will Sie nie wieder sehen. Ja. Das war für mich ein großer Moment. Und die Bediensteten, die haben so aufgeguckt und gedacht, was hat der Hamburger jetzt schon wieder einen im Schlepptau? Und also ich will Sie nie wieder sehen. Ja. Da haben wir gedacht, weil dann natürlich wieder der Frère Auger, jetzt nicht damals, aber später dann, wie hat er gesagt, lebe das Wenige, was du im Evangelium begriffen hast, also verzeihen soll man zum Beispiel. Und ich habe dann nur zu ihm gesagt, also vor den Bediensteten war froh, dass die das hören, weil das hat die immer auch, ich meine, so habe ich eigentlich das Evangelium begründet. Habe da einfach gesagt, gut, Sie haben gesagt, Sie wollen mich nie wieder sehen, ich will Ihnen noch eins sagen, ich belästige Sie gar nicht mehr oder ich achte das, aber ich will nur sagen, umgekehrt gilt das nicht. Also ich habe nicht gesagt, ich will Sie nicht wiedersehen. Sie haben es gesagt, umgekehrt gilt es nicht. Ja. Naja gut, wie das halt so ist, der hat sich dann beruhigt. Ich meine, man muss halt sehen, die Leute sind in äußerster Verzweiflung. Ja. Und deswegen darf man da auch gar nicht aus der Situation ja des Stärkeren, der jeden Abend da wieder raus kann, nicht sagen, also jetzt die dumme Lapp, ich will Sie auch nicht mehr sehen oder sowas. Das wäre denkbar, aber ist natürlich vollkommen unsinnig und an der Seelsorge vorbei. Also so jemanden würde ich die Weihe ziehen, sage ich mal. Also im Letzten, also wenn das öfter vorkommt, würde ich sagen, da ist irgendwas schiefgelaufen in der ganzen Vorbereitung. Das müsste man entweder nochmal machen oder anders oder irgendwie. Oder der, was weiß ich, kleine Schwester Jesu mal oder solche Trainingsfrauen. Da gibt es ja in der Kirche genug Leute, die solche Leute gut coachen könnten. Ich komme dann noch auf einen anderen Fall, der noch viel schlimmer ist aus meiner Sicht. Aber gut, jetzt wollte ich das noch sagen. Also der ist da weg und dann mit. Ja, natürlich wurde ich, also wir wurden nicht Freunde, das gibt es da nicht. Aber wir haben uns sehr gut unterhalten. Und mein Vater war früher in der Türkei. Und ich habe mit dem Reisen gemacht in die Türkei, also gesprächsweise nur. Ja, und habe also... also hat er mir erzählt und wir sind zurück eigentlich in seine Kindheit und der ist also aus dieser vergitterten Geschichte, sind wir also ausgereist sozusagen im Gespräch. Man darf natürlich niemals das Internet anmachen. Ja. Das hat einmal ein Bediensteter gemacht, der wollte einem Inhaftierten seinen Posaunenchor oder so Trompetenverein zeigen. Dann ist ein anderer Inhaftierter, der hängt ihn sofort hin und sagt, er war mit diesem Inhaftierten im Internet. Glauben Sie mir, dass so ein Bediensteter, der fragt sich, ja, der geht ganz knapp, wenn er Glück hat, an der Entlassung vorbei. Also da will ich bloß einmal so sagen, also in welcher Atmosphäre man da doch auch immer drin ist. Gut, ich habe also im Gottesdienst gehalten, wir kommen jetzt endlich zum Gottesdienst, wobei ich auch noch gerne sage, dass der Gottesdienst auch darin besteht, für mich, also nicht nur die Liturgie, sondern auch die, dass ich zum Beispiel mit sehr viel Akribie versucht habe, ein Ladekabel für Telefone zu kriegen, wenn die wieder haben durften, dann nach langer Zeit. Nicht um zu telefonieren, aber um überhaupt die Telefonnummern von Angehörigen, das ist ja heute sind so Nummern, nicht jeder kann sich die merken. Fragen Sie sich mal, ob Sie die alle wissen. Dann sind die Telefone natürlich sofort, kommen die, also werden die abgezweigt, die kommen in die sogenannte Kammer. Da wird das aufgehoben unter Verschluss. Und natürlich, der Akku läuft aus und Ladegerät hat ja keins dabei. Das heißt, der hat ein Telefon, der hat die Nummern drin und keiner kommt rein, weil jedes Gerät hat ja, das soll sich ja demnächst ändern, einen anderen Anschluss. Was ich da besorgt habe bei bekannten Verwandten, ich war schon bekannt, dass ich alle Ladekabel einsammle, die irgendwie verfügbar waren und habe dann manchen da wirklich, also das ist auch für mich natürlich schon Dienst und auch Dienst an einem Wort, das ich also kommunizieren kann, weil der ja nicht einmal unter Überwachung telefonieren konnte, wenn er die Nummer gar nicht hatte. Ja. Und ich habe natürlich manche Nummern auch rauskriegen können, aber das war bei Ausländern und so, da wurde es dann wirklich nochmal sehr, sehr schwierig. Gut, Gottesdienst war ganz einfach so. Ich habe mir halt überlegt, was mache ich da? Ich bin verantwortlich, dass alle, die kommen, dass der Gottesdienst für die was bringt.
Das ist das Allererste. Und den Bediensteten bin ich verantwortlich, denn es ist eine Riesenarbeit, 70 Leute aus 6 Abteilungen getrennt, Verkauf zu führen, die auch hinzusetzen und zu bewachen und dass das also alles abläuft. Und ich bin also vorne. Jetzt ist natürlich ganz einfach, ich bin kein Priester, ich bin eben nicht geweiht, sondern ich, was mache ich eigentlich jetzt? Was ich auf jeden Fall machen wollte, war die Kommunion auszuteilen. Weil ich mir gesagt habe, sonst babbel ich ja überhaupt nur. Also man redet ja dann, das ist ja zu wenig. Und da war ein Tabernakel und der Diakon hat immer die Hostien beigebracht. Und das war für mich sehr schön. Und so könnte ich mir das auch in Zukunft eigentlich vorstellen. Man braucht nicht, also das sage ich jetzt einfach so fahrlässig, darf ich in dem Haus vielleicht gar nicht, aber man braucht nicht viele Priester. Das ist jetzt theologisch sehr wackelig, was ich gerade zwinge, aber es ist praktisch, ging in der Form gut, nämlich, dass ich die Hostien also austeile, aber nicht mehr austeile, sondern ich hole die aus dem Tabernakel nach dem Wortgottesdienst, dem kann ich noch was dazu sagen, ich hole die aus dem Tabernakel, stelle die auf den Altar und bete jetzt ein Hochgebet. Das habe ich jetzt leider nicht mitgebracht, das ist eigentlich schade. Da ging es ungefähr so, dass Gott uns sieht wie seinen Einzigen. Das ist jetzt ein Zitat von Pierre Roger eigentlich, aber und unverwechselbaren Menschen und so weiter. Und dass Jesus, und das feiern wir jetzt auch, also jetzt kommt meine Opfertheologie, so ungefähr, also Jesus wurde hingegeben oder hat sich hingegeben, nicht, ich sage nicht geopfert, oder wurde irgendwie wie ein unschuldiges Lamm. Und dann habe ich gesagt, wie ein Opfer. Und dieses Wort Opfer haben die alle, die Deutsch konnten, gut verstanden. Denn ein Opfer ist was anderes als in der Opfertheologie. Ein Opfer ist im Schulhof, so wie der Prebuschi mit seiner Schule als Pfarrerskind, also einer der Letzte. Ja, du Opfer, das ist ein Schimpfname. Du Opfer. Ja. Und da haben die alle kapiert, Jesus war der letzte Mensch sozusagen und wurde also hingeschlachtet da irgendwie. Und so habe ich also mehrere Sachen gehabt und habe dann auch dieses Herr, ich bin nicht würdig, aber sprich nur ein Wort und so weiter. Und das Vaterunser habe ich umgewandelt in ein, nee, das darf ich jetzt nicht verwechseln, pardon, das Vaterunser, das wurde gebetet. Und ich habe auch streng darauf geachtet, dass das eine Liturgie ist, auch wenn das jetzt nicht so abläuft. Das heißt, Anfang, wir beginnen den Gottesdienst, habe ich gesagt, wir alle, wie wir hier sind, Sie, die Bewohner dieses besonderen Hauses, die ja jetzt zu dem Gottesdienst gekommen sind, ich habe gesagt, aus welchem Grund auch immer Sie da sind, etwas heiligt diesen Ort. Habe ich gesagt, da kann man natürlich sagen, der Tabernakel, also warum nicht? Habe ich gesagt, das ist wahr, aber es gibt noch eigentlich was Stärkeres. Im gewissen Sinn, der Ort ist geheiligt durch Ihre Anwesenheit, dass Sie kommen. Und wenn Sie aus irgendeinem Grund gekommen sind, es gibt einen Grund, warum Sie hier sind, das ist Ihnen überlassen natürlich, da mische ich mich nicht ein, aber das ist was ganz Großes, so wie Sie vor mir sitzen. Und die hatten alle so rote Trillichanzüge an und manchmal, wenn ich dann gut aufgelegt war oder mal ganz der Tag sehr drüber, habe ich gesagt, wissen Sie was, Sie sitzen hier wie das Kardinalskollegium. Genau. Also, und da kann ich Ihnen nur sagen, als kleiner Justizseelsorger, hier bin ich weit unter Ihnen. Ich kam eine Stunde höher. Und ich musste immer so reden, weil da waren ja viele, die konnten kein Deutsch. So richtig. Dann habe ich auch zum Beispiel mal gesagt, ich stehe jetzt eine Stufe höher, wissen Sie. Wenn mich das über Sie stellen würde, würde ich jetzt sofort von der Stufe runtergehen. Ja. Dann habe ich einen Moment gewartet, dann habe ich gesagt, Sie sehen, ich bin nicht runtergegangen, also stellt es mich nicht über. Also stellt das mich nicht über Sie. Ne? Also man musste ganz einfach reden. Dann hatte ich ein weißes Gewand, dann eigentlich wollte ich es in Zivil machen, weil also aus Schüchternheit, sage ich mal, oder dann hat der Kollege gesagt, weil das war so ein liturgischer Diakon, also so ein weißes Gewand sollte ich schon anziehen. Jetzt hatte ich da eines, was ich also nur im Gefängnis angezogen habe, das war also eins, was ich in Deutschland hatte, das wusste ich gar nicht, für so Reisen, also so ein, wie ein Bruder von Tessé.
Und das habe ich ins Gefängnis geschmuggelt, das beziehungsweise einfach mitgenommen und das hing da. Ab und zu hat es mal einer gewaschen, die Frauen in der Wäscherei. Da gab es also von 170 inhaftierten Männern, gab es 17 inhaftierte Frauen, also fast niemand. Die mussten immer hinten sitzen und zwar nicht, weil die Frauen hinten waren. Ich bin immer hinten, habe die Kommunion erst dort ausgeteilt. Sondern wenn die vorne gesessen sind, war kein Gottesdienst möglich, weil das war der einzige Moment, wo die inhaftierten Frauen sehen konnten. Und da ist halt mit Qualifikation und so, das war alles ein bisschen mühsam. Und die evangelische Pfarrerin wollte das mal ändern und die hat nach zwei Gottesdiensten aufgegeben. Und die Justizbeamten haben ihr gleich gesagt, sie soll es doch lieber lassen, weil es wird eh nichts. Ja. Und es ist halt so, es stößt auch an seine Grenzen, aber diese Frauen, die übrigens klostermäßig mit einer, die hatten immer eine Art Äbtissin. Also eine, die hat ein besonderes Delikt, also eine war mal mit Doppelmord, die war aber die Leiterin von dieser Frauengruppe. Also da war das irgendwie so und im Gottesdienst, wenn die aufhören, sind alle arbeitsbar. Wenn ich hinterkam auf der Kommunion, irgendwie haben ja nicht alle die Kommunion empfangen, aber bei den Frauen hilft wirklich viel mehr wie bei den Männern. Bin ich also hinten hin und dann wusste ich schon, also das ist im Griff. Die hat auch immer Gebetbücher, ich bin ja immer hinten, habe alle begrüßt, habe alle ein Gebetbuch gegeben und damit die das schon mal hatten. Und am Schluss habe ich auch allen die Hände gegeben, also die Hand gegeben, das war vor Corona. Und konnte man ganz gut, also und habe mit denen auch geredet und ganz schnell Sachen auch, und also dass die wirklich vorkamen. Ja, aber während des Gottesdienstes habe ich kein Larifari gemacht und habe mich eben da vorne hingestellt. Und einmal habe ich dann noch gesagt, ja, also dieses weiße Gewand, das ich anhabe, also das trennt mich auch überhaupt nicht von Ihnen. Also das ist, wissen Sie, Sie haben das auch schon angehabt, zumindest etliche von Ihnen, nämlich wie Sie getauft wurden. Ja. Weil der Taufe ist, ich sage, das ist eine Verlängerung, kann man so sehen, des Taufkleids, also zumindest das, was ich anhabe. Und dann habe ich gesagt, ja, und wenn manche von Ihnen sich noch taufen lassen, dann kriegen Sie das weiße Gewand auch an. Ja, weil das ist ja meine Mission sozusagen. Also das darf ich ja sagen. Könnte ja mal passieren. Was dann mal ist, das ist ja wieder deren Sache. Ne? Und dann habe ich, also mit der Taufe habe ich natürlich, da mussten wir schon wieder, sehen Sie, das ist halt das Problem im Gefängnis, da muss man ständig überlegen, welche Folgen hat das, was du machst? Denn wenn einer zu mir kommt und will im Gefängnis getauft werden, dann weiß ich ja schon ganz genau, das sind zwei Sachen dahinter. Entweder will der damit mit der Taufe sich irgendwas erschleichen und sei es auch nur später, also das heißt, es ist keine gültige Taufe in dem Sinn, sondern eine Strategie, oder es ist eine Frau dahinter, die also will, dass er getauft ist und da gibt es also Spezialisten, die wollen dann schon in der Urhaft heiraten. Und das habe ich also nachgerade nicht unterbunden, weil es geht mich nichts an. Ich habe nur der Frau gesagt, dass sie in der ganzen, das ganze Spektrum im Blick haben soll und dann trotzdem den Angebeteten natürlich, also über den sage ich gar nichts. Ich habe nie gesagt, es ist vielleicht ein Betrüger oder sonst irgendwas. Ich habe nur gesagt, sie müssen, ich will es Ihnen nur sagen, ich führe mit ihm auch Gespräche. Vielleicht habe ich einmal gesagt, dass der Ton, also sagen wir, es wäre angebracht, also eine noch zu warten oder so reifen oder, also es ist schon, also ich, aber mehr, also das war schon das Allerhöchste. Ich habe zum Beispiel auch immer, wenn die Bediensteten dann ein Geld wollten von Frauen, die zum Teil selber fast nichts hatten, also ihre Frau, die wollten dann noch für Tabak und so, dass die Geld reinbringt. Und dann haben sie gesagt, rufen Sie doch die an oder meine Mutter oder so. Habe ich angerufen, habe ich schon gemerkt, oh Gott. Der soll einfach mal nichts rauchen oder er hat halt nichts. Dafür ist er halt im Gefängnis. Der hätte auch anders sorgen können für seinen Laden. Habe dann der Frau immer, das habe ich immer gemacht, ich sage, ich bitte Sie, wenn ich jetzt sage, dass ich der Seelsorger bin, weil die wollten nicht wissen, wer da anruft. Ich bin der Seelsorger, aber Sie geben keinen Cent, schicken Sie, wo Sie nicht selber genau wissen, warum Sie das machen und schon gar nicht wegen der Seelsorge oder dass sie vielleicht glauben, Gott würde sie dann nicht als Nächstenlieb einstufen oder solche. Weil man nie weiß, wie Leute religiös gestimmt sind, sage ich jetzt mal neutral. Und da habe ich also immer ganz genau aufgepasst, weil ich mir gesagt habe, das leiste ich mir nicht, ich leiste sozusagen keinen Vorschub. Und damit war ich nämlich auch bekannt, weil das hat sich ja auch rumgesprochen, dass man bei mir nicht einfach so also Sachen rausholen kann und so weiter. So, jetzt der Gottesdienst war so, dass ich also angefangen habe, die Bediensteten, und dann habe ich gesagt, und Sie, die Bediensteten, sind auch da. Wir alle gehören zusammen, aber Sie sind da aus dienstlichen Gründen. Also ich habe keinen Bediensteten irgendwie da jetzt so missionarisch sozusagen reingenommen, gar nicht.
Es kam mal ab und zu mal in der Bürde an, der gesagt hat, da hinten der Bedienstete, der war für nicht aufmerksam im Gottesdienst. Also das ist ja klar, weil dann muss man mit allem rechnen. Da habe ich gesagt, ja, ich habe es auch gesehen, ich bin ja vorne, die lagen da zum Hals und hin. Und natürlich, die Beamten, das habe ich ja mitgekriegt. Also da gab es so zwei Arten, die einen, die waren von der Kirche ultra verletzt und haben auch mir jede Gemeinheit gegönnt und haben auch zum Teil versucht rauszukriegen, ob ich einen Fehler mache. Also da musste man schon auch gut aufpassen. Und es gab andere, für die war ich also so eine Art Hochwürdiger. Und die haben natürlich wenn ich um die Ecke gewohnt bin, also ist irgendwie so ein leicht nicht ganz stubenreiner Witz verstummt. Also mitten im Witz haben die auch gehört zu reden. War genauso blöd, aber es ist halt so. Ja. Und gut, dann habe ich also gesagt, und Sie? Und dann war ein Organist da, ein ganz großer Organist, der auf einem unmöglichen Ding rumgeklimpert hat, aber wunderschön gespielt. Und Sie müssen los. Ja. Und dann war noch der, und dann ich. Ich habe gesagt, wir gehören alle zusammen und wir fangen jetzt an, im Namen des einen dreifaltigen Gottes, der einer ist, waren ja viele Muslime da, und sage ich, der eins ist wie die Liebe. Gibt es mehrere Lieben? Nein, es gibt eine Liebe, Gott ist die Liebe. Also ist es ein Gott. Ja. Und da hat mir auch nie einer widersprochen. Und ich hatte sogar einen muslimischen Küster dann später mal nach dem anderen. Der hat sogar mal so eine Allah-Geschichte gemalt. Das ist so ein Gruß irgendwie. Haben wir hinten reingestellt in die Kapelle, natürlich nicht vorne. Hat mir aber gemalt. Der war nämlich Anstreicher, konnte aber auch malen. Spielsüchtig. Der hat mir eine Madonna gemalt, also Mutter Gottes oder Mutter mit Kind. Und das Kind hatte eine andere Farbe wie die Mutter. Und ich bin, habe ich natürlich mal diese Ikone thematisiert. Sonst hatte ich immer die Marienikone von Tessé da. Und dann gab es noch eine ganz kitschige, die habe ich aber immer mit der von Tessé überhängt. Und die Pfarrerin hat das überhaupt nicht ertragen mit den Marienikonen. Die hat dann irgendwas, so ein Mandala oder was aufhängt, also was religiös Vertraulicheres wie eine Mutter Gottes. Und ich habe dann natürlich gesagt, ja, sehen Sie, das hat jetzt der Herr sowieso gemalt, also ein toller Mann, ein muslimischen Glaubens. Und er hat also auf ganz besondere Weise dargestellt, dass es sich hier um eine Jungfrauengeburt gehandelt hat. Also das Kind hat eine andere Farbe, die Mutter kam sehr gut an und war dogmatisch wertvoll. Ne? Ja, das war absolut katholisch. Konnte mir keiner an den Karren fahren. Ne? Ich habe aber immer schön meine Zettel eingesammelt, weil es gab einen Inhaftierten, der hatte 2 Semester Theologie und ist dann schwer abgestürzt. Sicher besser für die Kirche, weil der nämlich sich hat überreden lassen, leider von einem anderen dann mich zu denunzieren mit meinen Gottesdiensten beim Bistum. Ja. Da ist nichts rausgekommen, weil das haben die nicht ernst genommen. Aber es ist halt doch, mit so jemandem muss man auch zusammenleben. Und den hatte ich sehr gut behandelt. Das war auch so einer, der so mit Heirat was hatte. Aber das waren dann, also, und das ist dann Kirche, ne? Das ist ja nicht Staat, sondern da sieht man dann, was da alles verdorben werden kann. Ja gut, jetzt habe ich also angefangen, dann mit Kreuzzeichen alles. Und dann am Schluss war ein Segen. Und also Aktion, also alles da, Lamm Gottes und so. Das Vater Unser und ich vergesse nicht jetzt auch. Also ja, und am Schluss habe ich dann was gemacht, was die Päpste eigentlich machen, aber das wussten die alle nicht. Ich habe es auch nicht so gemacht, nämlich ich habe in x Sprachen mir aufschreiben lassen, phonetisch, zum Beispiel Gott schütze dich oder gelobt sei Jesus Christus oder irgendwie. Und habe am Schluss in x Sprachen irgend so einen Satz gesagt, damit die in ihrer Sprache was gehört haben. Und wir haben ein Kyrie-Lesung gesungen, wo ich die, es ist ja so, da durfte ja keiner Fürbitten aufschreiben oder so eine. Das, oder so Zettel rumgeben, dass jeder was aufhört, das geht nicht. Ich kann auch nicht sagen, wir machen jetzt einmal eine Meditation mit Kieselsteinern. Ja. Und gebe ich wieder Kieselsteinern, ja, das glauben Sie, was der Bedienstete mit mir macht. Ja. Da bin ich auch nicht mehr lange in der Anstalt. Also all diese Dinge muss man sich komplett abminken und ganz einfach machen. Und ich habe dann Fürbitten improvisiert gesagt, also tagesaktuell auch, weil ich musste nicht wie früher die Gefängnisgeistlichen dann denen die Nachrichten erklären, da waren die besser am Laufen wie ich, die hatten ja alle Fernsehen. Ich nicht, ich habe gar keinen Fernsehen gehabt. Und die kannten, die wussten alles dreimal besser wie ich. Also da war Ruhe und dann habe ich also eben diese Ansprache gehalten. Aber die Ansprache, also erst hat ein Inhaftierter das Evangelium vorgelesen mit dem Mikrofon. Ich habe dann meine Ansprache gemacht und habe dann am Schluss gesagt, und jetzt spielt der Herr Professor Höhnen, so hieß der,
wir spielen uns jetzt ein Stück, ein Orgelstück, und danach bleiben wir einfach in Stille. Und habe dann mich hingesetzt auf demselben Stuhl wie Sie, bloß halt auf diesem Einbruch gehört, so schräg, dass die mich gesehen haben. Und wie die Stille, also ich hatte wunderbar gespielt, und wie diese Stille anfing, habe ich einfach mich hingesetzt und Stille gemacht. Also gar nichts anderes, nichts angesagt, gar nichts. Ich habe am Anfang so gesagt, lassen wir die Stille mal machen, weil es waren immer wieder neue Leute. Und habe gesagt, die Stille gibt es natürlich nicht. Es gibt Vogel dazwischen, es gibt Bus, die außen rumfahren. Das war ja mitten in der Stadt eigentlich. Und es gibt allerhand Krach. Also, aber die Stille ist ja, wenn dann in uns, also ein paar Sachen. Und wer es nicht kann, ist nicht schlimm. Und wer die Stille überhaupt nicht mag, sage ich, da hätte ich jetzt noch eine Idee. Sie könnten mir einfach diese Stille einhalten aus Liebe zu mir. Denn ich liebe die Stille. Ja. Haben alle kapiert. Also so einfach muss man das machen. Das waren meine liturgischen Bemühungen. Und dann gab es natürlich jedes Mal ein Gesangbuchlied. Ich habe ja vorhin erzählt, Herr Rocher, die Gesangbuchlieder, also waren sie jetzt nicht da. Die Brüder haben die immer gesungen am Anfang schon. Und ich habe die eigentlich in TSC nochmal so wichtig kennengelernt. Aber es sind ja ganz viele im Gotteslob. Und mit Vorzug die ganz schönen Lieder, zum Teil Weise von Friedrich von Spee und so, aus dem 30-jährigen Krieg. Weil da nämlich alles drin ist, was ein Inhaftierter empfinden kann an Leid und auch die Gewalt. Ich meine, Gewalt ist ja auch ein Problem, wenn man sie selber ausgeführt hat, nicht nur andere. Ne? Und da war also alles drin. Und also wunderschönste Trostlieder auch, also die wirklich das Leid auch bis zur Neige zum Ausdruck bringen. Und da habe ich dann immer ein Lied genommen, habe es aber mutterseelenallein vorgesungen. Ich hätte es auch a cappella gemacht, aber der Organist hat das gespielt, wunderbar, weil die alle einfach nicht gesungen haben. Und in anderen, das ist jetzt strafhaft. Strafhaft kann ich sagen, liebe Leute, wer will einen Chor machen? Wir machen eine Chorgruppe. In der Uraf geht das nicht, weil die Leute kommen und gehen. Und es haben ein paar Mal mitgesungen, aber das war wirklich so, dass ich mir gedacht habe, besser ist, es sind gar keiner. Und es war nicht nötig. Also so wichtig, dass in TC ist, war das jetzt komischerweise da nicht nötig. Und die haben das sehr ernst genommen. Und weißt du, Leuten was vorsingen, das ist wie heilig. Ich habe das beim Pflegegottesdienst erlebt, mit der Liturgie. Ich habe mir überlegt, was singen wir denn da? Und habe dann Vorschläge gemacht, ich war völlig, also mit TC ging gar nichts, da wusste ich nicht, was das ist in der Pflegeschule. Aber ein Mädchen hat gesagt, ja, also Mark Foster oder so irgendwie, so ein Sänger ist das, da hätte sie was und sie könnte da ein Lied singen. Und ich habe gesagt, für Text über die Liebe. Und ich sage, okay, das ist kein Problem. Und dann hat die Karaoke, also kam die zu dem Gottesdienst, den ich dann schon also gemacht habe zum Gespräch mit einem Pflegeschüler. Und die war daneben und dann, wie die gesungen hat, ist da eine religiöse Stille gewesen, dass sich ein Mädchen traut, vor 80 neuen Pflegeschülern, das war der Eröffnungsgottesdienst vom Semester, allein mit dem Mikrofon das zu singen, die war perfekt. Die hat sich richtig reingegeben. Und da haben wir gedacht, wieder was gelernt. In TC ging das nicht, aber ich war ja nicht mehr dort. Ja, ich musste mich auf was Neues einstellen. Und das hat mir so viel gebraucht. Und das war eben da auch. Und dann habe ich dieses Lied vorgesungen. Und zwar so schnell wie in TC, also nicht so langsam, sondern dass der Driver dafür alle Strophen. Und das hat also alles mit diesen einfachen Elementen einen ganz tiefen Eindruck hinterlassen. Auch bei den Bediensteten. Und so bin ich gut durch diese Zeit gekommen. Also das war richtig und es war eine Rückkopplung. Es war eine Rückkopplung auf die, was halt passiert ist. Ich habe vieles Thema bis hier im Haus angefangen damit, dass ich gesagt habe, also ich muss jetzt leider wieder mal etwas sagen. Da sind wir jetzt nochmal bei dem Thema mit den Kindergeschichten. Es gibt in diesem Haus keinen Fußabstreifer. Also niemand ist hier der Fußabstreifer. Das Delikt, das jemand mitbringt, ist sein Delikt und nicht ihrs, dem anderen. Und jeder hat sein Päckchen zu tragen. Ja. Und dann habe ich immer ganz klar, also da wurde ich richtig, ja, da haben die gemerkt, der Hamburger, da ist nichts mehr los. Ja. So wie ich dem gesagt habe, da sitzt jeder am Tisch bei mir. Oder sie gehen in Gitarrenkreis, dann ist das anders. Aber hier ist das Label Seelsorge. Und so habe ich dann eben auch gesagt, und wer glaubt, dass er sich dadurch erhöht, dass sich ein anderer erniedrigt, der liegt ja wohl ganz falsch. Ja. Und in diesem besonderen Haus, so habe ich das immer genannt, da haben die schon geschmunzelt und auch die Bediensteten, in diesem besonderen Haus ist das besonders fehl am Platz. Ja.
Ich habe auch immer zu den Inhaftierten, wenn die zu mir kommen und gesagt, wissen Sie, wir haben Zeit, ich habe viel Zeit für Sie. Ich habe aber keine Zeit für Sie, wenn Sie mir Bären aufbinden oder irgendwas. Manche haben auch versucht, Verteidigungsreden an mir auszuprobieren. Das merke ich natürlich. Die dann praktisch, also ich hatte ja auch welche, die denen muss ich gut reden, dass sie mit ihrem Anwalt alles machen, ja, und nicht selber dann in der Verhandlung aufstehen. Und dann kam einer, das war ein ganz großer Spezialist, der kam dann von der Verhandlung zurück und der hat mir immer vorgelesen, also das war nicht so lang, habe ich akzeptiert, weil in dem Fall, bei jedem Menschen ist ja anders, habe ich gesagt, ja, lesen Sie es halt mal vor, und hat er mir das wieder vorgelesen, was er sagen will. Und mir gedacht, um Gottes Willen, wenn der das bringt, habe ich gesagt, wissen Sie, ich kann nur einen Rat geben, wenn der Anwalt sagt, Sie sollen es vorlesen, machen Sie es, wenn der das nicht so gut findet, bloß kein einziges Silbe und rühren Sie sich am besten gar nicht. Und das hat er gesagt, das kostet so viel Geld, das wird mir alles abgezogen, da will ich doch auch mal. Für manche ist das wie Erstkommunion im Gericht. Die wundern sich ja, dass keiner sich um sie sich kümmert. Ja, jetzt geht es mal nur um mich, also gibt es ja alle psychologischen Konstellationen. Und dann kam der wieder zu mir zurück am nächsten Mal und haben gesagt, ja, du willst dich wieder mit mir treffen. Manche haben da hingeschrieben, Pfarrer, F-A-R-A. Die mussten so einen Vormelder schreiben, habe ich lange nicht kapiert, was es ist. Das ist Pfarrer. Ne? Ja, und ich habe gedacht, Pfarrer lieber, werde ich auch mal was. Und dann hat der, also das ist nur so, kam der rein, hat dann ein bisschen mit mir geredet. Und er sagt, also diese Verhandlung, das war ganz furchtbar, sag ich, und dieser Anwalt, sagt, den kann er bald nicht mehr haben. Jedes Mal, wie ich aufgehen wollte, wollte man sagen, hat er mich so mit dem Kopf. Also der Anwalt wusste sich nicht mehr zu helfen und hat natürlich immer so runter, weil der sich im Kopf und Kragen dann geredet hätte. Also, das, also man kriegt im Grunde, kriegt man alles mit und es ist für mich also eine Zeit. Und ich kann nur sagen, also Gefängnis und Paradies ist ja das Eingezäunte. Ich habe nämlich auch Leute erlebt, die da nicht glücklich waren. Dass sie nämlich von ihren Komplizen nicht greifbar waren und so. Also das ist, da gibt es so viel, viel, viel. Aber ich würde sagen, wir sind ja alle eingezwängt. Wir sind alle irgendwo zwischen Festnahme und Entlassung. So ist auch unser Leben. Wir stoßen ja ständig an Grenzen von anderen Menschen, von uns selber, von gesellschaftlichen Verhältnissen, von Physik, Metaphysik sogar. Ist ja alles so. Also, das Gefängnis ist ein richtiges Gleichnis für unser Leben. Und deswegen habe ich das ja auch Gott in Haft genannt. Weil ich sage, Gott haftet auch für uns, ja. Und ich sage aber, Gott haftet für uns so, wie es wahrscheinlich kein Angehöriger kann, ja. Und das ist dann also die Theologie, die ich jetzt nicht gebracht habe. Ja. Da ging es nämlich dann jetzt erst wieder theologisch los. Gott haftet für uns, wie es niemand anders kann. Und er haftet für uns aber aus Liebe. Nicht, weil er gesetzlich verpflichtet wäre. Wer kann Gott gesetzlich verpflichten? Gott ist das Gesetz, aber sein Gesetz ist die Liebe. Fragt einander die Leute, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen, Philippa, ja, oder Galater, ne, Philippa war einer von beiden. Und das habe ich wirklich im Gefängnis erfahren. Und wenn dann manche gesagt haben, naja, im Gefängnis ist der Seelsorger der King, ja, aber ist ja sonst keiner da? Ich habe gesagt, nö, der King bin ich auch in der Regionalbahn, ja, weil ich fahre ja viel mit so Bahnen, da reden mich nämlich die Leute auch an oder ich sie auch. Und da führen wir genauso gute Gespräche. Also zu sagen, die Welt draußen ist anders wie drin, natürlich die Umstände sind anders, aber die Menschen sind genau dieselben. Und viele Halunken, die da rein können, die sind ja zu gerissen. Und oft sitzen die, die einen niedrigen IQ haben, ja viel schneller ein wie die Rettungsführer. Und manche müssen sehr lange sitzen in U-Haft, weil die versuchen, gerade bei Betäubungsmittelgeschichten, rauszukriegen, so viel wie möglich, was der von diesem Netz weiß und zugeben kann, ohne dass er hinterher dann gleich seinen Kopf verliert. Natürlich, das sind ja alles Dinge, die man gar nicht so... Aber das war, also jetzt muss ich aufhören, weil es ist 7:55. Ja, aber gut, es war ein kleiner Einblick. Ja. Und ich danke, dass Sie da so zugehört haben.